Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal richten wir das MacBook Air ein bisschen ein. Wir fangen an mit der rechten Maustaste. Dafür gehen wir hier bei Systemeinstellungen drauf. Dann gehen wir auf das Trackpad. Bei Sekundärklick klicken wir nach rechts unten klicken. Dann haben wir die bekannte rechte Maustaste. Dann gehen wir zum nächsten, bleiben wir auch im Trackpad, die Batterieanzeige, damit die prozentual auch angegeben wird. Dann scrollen wir hier mal nach unten, gehen auf Batterie in der Menüleiste und machen das auch in Prozent anzeigen. Dann machen wir für unsere Magic Mouse dasselbe, den Sekundärklick, einmal rechts klicken, damit wir das auch über die Maus machen können. So, dann haben wir einmal das hier alles fertig gemacht. Dann haben wir quasi die Magic Mouse wie eine Windows-Maus eingerichtet. Dann gehen wir zu dem Dock hier unten. Das machen wir alles ein bisschen sauber. Nachrichten brauchen wir nicht. Gehen wir auf Option und aus dem Dock entfernen. Mails lassen wir, Karten brauchen wir auch nicht. Machen wir das alles mal ein bisschen sauber. Das lassen wir erstmal so alles. Und bei dem Dock kann man das hier noch einstellen, dass die vergrößert werden. Wenn man halt dann mit der Maus so drüber geht, dann wird es vergrößert. Das finde ich jetzt persönlich ganz, 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 ganz nice. Und das lassen wir dann erstmal so. Launchpad wird auch so gelassen. Dann haben wir eigentlich die wichtigsten Systemeinstellungen, die ihr braucht, einmal gemacht. Und wenn meine Frau nachher kommt, fügen wir einen zweiten Fingerabdruck hinzu. Und dann sind wir mit dem Einrichten von dem MacBook Air fertig.